Servus Freunde und herzlich willkommen hier zur Megacom-Saison 2017. Ja, jetzt habe ich die Jahreszahl nicht vergessen. Genau, wir stehen hier auf dem Grid zu unserem Kanada-Testlauf. Wir, das heißt, ich bin natürlich nicht alleine und zwar es sind unsere Kommentatoren dabei, der Ava und der Leon, dann der Marvin, der Maxi, der Batzmann, der Dave, der Michael, der Benny, der Viper, der Kai und der Ray. Grüße euch. Hallo. Hi. Lady. Hallo. Moin. Hi. Moin. Hallo. Wie ist jetzt auf, ist auf Startplatz 3 jetzt? Stehen die beiden wieder ineinander oder? Ich bin zu Unrecht auf 2 jetzt und Anton auf 3. Oh, okay. Ja, gut, besser als ineinander, ne? Ja. Ja, wobei Interpretationssache. Dem einen gefällt's, dem anderen nicht. Man muss auch dazu sagen, vorher nach der Taktikbesprechung, wie wir die Channels neu gestartet haben, sind die mehr oder weniger aufeinander gestartet. Also. Also ist nur das auch eine andere Stellung, um ineinander zu sein. Alles okay. Achso, ja. Okay. Ich werde das wahrscheinlich noch als Outtake oder so reinnehmen. Ja, los geht's, oder Leute? Dann wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß. Testrennen Nummer 6. Viel Erfolg. Ebenso, ja, viel Erfolg, genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Das ist komplett dasselbe. Gutes Testen. Ja, also für meine Zuschauer wieder, ich bin mit dem Benny wieder alleine jetzt. Das heißt, während ich rede, hören uns jetzt Glück hat nichts mit Köln zu tun. Die anderen nicht. Genau. Glück des Tüchtigen, sagt man. Sie reden zwar noch, aber sie hören uns nicht mehr. Michael Zuschauer, ich starte von Platz 10. Ja, und ich versuche es mit einer Einstopp-Strategie. Das ist aber lange rot gewesen hier. Eieiei. Mit höchste Konzentration. Boah, ich habe von hinten schon von Magnussen. Boah, ich werde in die Zange genommen. Ah ja, ich muss auch wirklich aufpassen hier. Also ich werde jetzt nichts riskieren, einfach. Vor allem Hamilton wird bei mir auf Platz 1 gewertet und ist aber vor Magnussen am hinteren Ende des Feldes. Oh, jetzt ist mein Flügel schon im Arsch. Nein. Aber der ist noch nicht komplett im Arsch, glaube ich. Das geht noch. Ja, das ist immer das Problem, wenn man von ganz hinten irgendwo startet, dann ist man mitten in diesem KI-Scheiß. Ah, geringfügiger Schaden. Na, Scheibenkleister. Also ich fight hier gerade richtig mit Googie. Sehr gut. Kai ist hier auch, Platz 17, der verliert ein bisschen das Auto am Ende der Haarnadel. Ich versuche jetzt gleich Ricciardo und auch Kai anzugreifen. Ricciardo kann da gerade mal nichts machen. Kai fährt schon in die Box, okay. Oh, diese Lags. Eieieiei. Ja, die habe ich auch gerade voll, ey. Habe ich ja echt nochmal Glück im Unglück gehabt mit dem Flügel. Ich glaube ich auch. Ich habe auch einen Flügelschaden, aber der ist ganz, ganz hellgrün. Ja, bei mir auch so. So ganz. Ich bin noch auf Platz 10, also ich habe keine Position gut gemacht. Ich habe eben mal so ein bisschen dem Anton und dem Dave zugeschaut im Qualifying. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Die können teilweise so spät einfach bremsen. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich lösen die Bremse dann in so einem Millisekundenbereich schon wieder. Dass das Auto halt nicht so sich komisch verzieht und so in die Kurve reinschiebt. So, das muss man, glaube ich, echt lernen. Bei mir ist es nämlich immer sofort am Rumrutschen und am Ausbrechen. Wenn man die Bremse rechtzeitig löst, sag ich mal. Direkt, bevor man einlenkt. Du musst wirklich eine Millisekunde, bevor du einlenkst, die Bremse lösen, glaube ich. Und dann sieht das entsprechend auch schön aus. Also ich muss sagen, ich komme auch noch nicht hundertprozentig ohne ABS klar. Ja, das kommt noch dazu, dass manchmal der Reifen dann so ein bisschen stehen bleibt. Genau.
Ich habe noch meine Schwierigkeiten mit den 17er Autos, muss ich sagen. Ich auch. Aber Googie, der scheint richtig gut damit klarzukommen. Ja. Ich muss auch, bevor die Saison dann richtig losgeht, auch echt nochmal ein paar Trainingseinheiten einlegen, glaube ich. Also wir können gerne mal gemeinsam fahren. Ja. Ah, das war sehr optimistisch. Oh nein! Was ist das denn? Oh, es geht schon wieder richtig gut los. Ich war halt am Bottas vorbei und dann hat mich irgendjemand in die Mauer geschoben. Ey, die fahren aber auch wie die besenkten Schweine, die KIs. Jetzt ist Hülkenberg an mir dran und rammt mich fast weg. Bin froh, wenn die alle jetzt nachher zum Boxenstopp kommen, die Typen. Ich komme hier so gerade nicht weiter. Bin auf Platz 18 zurückgefallen. Solche Probleme, auch wie in Brasilien, hatte ich ja in der ganzen 16er Saison überhaupt nicht. Bin ich ja immer um Platz 5 immer mal so mitgefahren auch und eigentlich fast immer, wenn ich dann durchgekommen bin, in die Top 10 gelandet. Das sollte bei 17 auf jeden Fall auch wieder so sein. Aber in Montreal habe ich mich auch schon immer schwer getan. Ich mag die Strecke zwar, aber schnell, nicht wirklich. Super KI. Schießen sich gleich die Williams hier selbst raus. Du bist aber ein bisschen rübergezogen, ich war nämlich hinter dir. Okay, bei mir wurde ich in die Wand gedrängt. Platz 9. Ich hab den, keine Ahnung, diesen Fast erwischt. Okay, ja, ich komme an Bottas nicht vorbei. Hinter mir hat sich gerade... Oh, jetzt drehe ich mich hier weg! Alter, das kann nicht sein. Ah, ich bin jetzt 19. vor Kai. Bin jetzt ganz alleine hier. Wo ist Kai eigentlich? Ich sehe ihn gar nicht auf der Map. Ständig Ruckler, ganze Zeit. Das ist echt scheiße. Immer vor allem in Schlüsselkurven so, ne? Zack, Build Freeze. Wir können am Frontflügel des Wagens hinter dir starke Schäden erkennen. Aber jetzt habe ich nicht gleich. Ich habe gerade vom Jeff gemeldet bekommen, dass Kai einen heftigen Frontflügelschaden schon wieder hat. Okay. Aber der ist schon 50 Sekunden zurück, also der hat keine Aussicht mehr auf irgendwas, leider. Müsste ja schon fast überrundet werden. Ja. Also ich kann gut mithalten. Das Ding ist halt nur, der Marvin hat mich gerade überholt und das sind was auf Supersoft. Mhm. Und der ist an mir vorbeigezogen. Ich habe gedacht... Boah. Irgendwie. Naja, und ich halte hier so ein bisschen das Feld auf. Okay. Naja, ist egal. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,3 Sekunden. Der so Fast XX ist jetzt hinter mir. Ja, ich weiß nicht. Es kann sein, dass der sich weggedreht hat. Ich habe mir auf jeden Fall nicht auf der Strecke überholt.
Oh, diese Lags. Unglaublich. Das ist eigentlich der Spritverbrauch so hoch. Ja, das ist halt... deswegen habe ich ein bisschen mehr mitgenommen. Weiß auch wieder nicht. Geh in die Box. Okay. Alter! Was war das denn? Was passiert? 5 Sekunden, weil mir hinten jemand raufgeballert ist. Oh, nee, ne? Doch! Vettel hat mich über die Dings rübergeschoben. Oh, ist doch ein Wahnsinn. Ey, das ist doch zum Kotzen, ist das doch. Marvin, wo bist du jetzt hin? Das ist ja echt kacke. Gehst in die Box und dann schießt dich Vettel, weil er hinter dir ist, schneller. Über die. Ja, das ist richtig assi. Und dann bist du schneller. Das ist die Boxenlimiter und dann bist du natürlich gleich der erste. Zwischensport. Gas hier. Alles nur ein Test. Ja. Aber das vermerken wir hier beim Kanal auf jeden Fall. Ich komme wieder ein bisschen ran ans Feld langsam. Ich gebe mein Bestes. Ich muss zwischendurch auf Mager fahren, sonst reicht der Sprit nicht. Boxenstopp. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,6 Sekunden. Das ist halt ein Whisper. Dachte schon, dass ich... Falsche Taste erwischt. Oh, der Dave ist hier mal am 5. gefahren. Wie kann man denn da am 5. fahren? Von Vettel gejagt. Ach, ich überrunde Kai schon. Obwohl ich 16. bin. Was ist das denn hier schon wieder? Übelst am Längen. Und dann werde ich unsichtbar und dann fährt Vettel einfach durch mich durch. Ey, das ist so... Das ist doch echt scheiße. Mann, ey, diese Lags, ne? Oder eher gesagt, diese Bugs. Ja, es sind Bugs einfach. Das sind einfach wirklich Bugs. Ja. Der Netcode ist komplett für den Puppus. Plan geht bei mir gerade nicht so wirklich auf, weil ich ständig hinter irgendwelche KI festhänge. Weil ich auch nicht viel schneller bin als die, muss man ehrlich mal sagen. Alter! Dein Ernst?
KI oder Mensch? Ja, KI. Kannst du dich noch an das Überholmanöver mit Michael Schumacher Ungarn erinnern? Gegen Barrichello? Voll gegen die Wand gedrückt gerade. Ah, okay, ja. Also ich habe jede Runde 2 Lags. So Mini-Ruckler, die dich dann komplett irgendwo anders manchmal komplett versetzen, wenn du da mitten in der Kurve bist. In 16er Zeiten gerade, das ist richtig schlecht. Ich taste mich dann nach und nach ran. Bist du jetzt gerade? Platz 13. Ja. Wegen der Stop-and-Go-Gedöns-Scheiße. Aber ich hole mit Riesenschritten auf. Sehr gut. Auf Freikönnen. Erstmal nur KI vor mir. Da vorne scheint es auch ein richtiges Battle zu geben zwischen 4 Fahrern. Marvin ist an mir dran. Jetzt ist er vor mir. Ja, nee, ist klar. Super nett, Coach, auf jeden Fall. Er ist auf einmal vor mir, einfach Zeitsprung und dann ist er vor mir. Vollkommen Bullshit. Also dieses Spiel ist ja echt in einem desolaten Zustand. Ja, also spielbar nicht. Also, ja, spielbar schon, aber es ist nicht für eine Saison geeignet gerade. Nee, also zumindest nicht für eine Saison ohne Frustmomente. Also die gibt's ja immer, aber halt nicht wegen so technischen Sachen. Da fährt der Hülkenberg scheiße. Scheiße, ich fahr die ganze Zeit auf Mager. LOL. WTF. Ja, wenn du trotzdem immer aufgeholt hast, ist das ja schon mal gut. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Zunder hier. Kann ja wohl nicht angehen.
Wann müsste eigentlich die Boxenphase beginnen? Eigentlich doch ziemlich bald, ne? Ja, bei mir geht es gleich in Runde 17 weiter, weil ich habe jetzt den Boxenstopp ein bisschen verfrüht. Wie gesagt, Jeff hat eine Idee gehabt. Aber es passt ganz gut, weil meine Reifen sind schon wieder bei 20%. Max Verstappen kommt gerade vor mir raus. Der könnte zu Ende fahren, der ist auf Softs rausgekommen. Eigentlich müsste ich die Ultras noch ein bisschen ziehen. Ich wusste es, dass ich zu viel auf dem Gas war. Da will man einmal ein bisschen das Limit ausloten und dann... Mann ey, so eine Kacke! Möchtest du die Strategie ändern oder mit Kahn arbeiten? Danke Kai! Änderung bestätigt. Katastrophe. Was ist wieder passiert? Ja, weggedreht. Achso. Einmal zu früh auf dem Gas gewesen, dreht sich die Karre sofort weg. Also ich komme auch mit dem Auto noch nicht so richtig klar, habe ich gemerkt. Also auch im Regen, das war eigentlich ein komplettes Desaster. Wenn ich da so bei den Mitspielern zuschaue, die... Das ist witzig, weil genau die gleiche Diskussion nochmal bei Project Cars 2 ja auch. Und da sagt der Dave zum Beispiel auch immer, dass er da nicht mit klarkommt. Und das ist bei mir komplett das genaue Gegenteil. So witzig. Ja, ich habe mir eure Livestreams angeguckt. Also wirklich wesentlich schneller als Dave. Naja, wesentlich nicht. Ja gut, aber du bist schneller. Je nach Auto, ja. Aber... So viel wie er hier schneller ist, wird teilweise auch Project Cars schneller als er, aber das ist halt sicherlich auch so eine Sache der Vorlieben oder der Übungssache vielleicht auch, keine Ahnung. Also Jeff hat mir vorgeschlagen, jetzt noch Supersoft zu fahren. Also doch Umstieg auf 3-Stop. Hätte sonst jetzt nicht funktioniert. Weil ich den Flügel jetzt wechseln musste, weil der war jetzt endgültig kaputt. Ich versuche jetzt einfach noch Praxis zu sammeln, meine Rundenzeiten zu verbessern und zu schauen, was es noch reichen kann. Mehr kann ich jetzt leider nicht machen. Diesmal hat mich keine KI von hinten angeprescht. Sehr gut. So, letzter Boxenstopp. Ich hoffe, ich kann durchfahren. Ja. Auto bricht permanent aus, selbst mit den Ultrasofts. Bist du rausgekommen? Platz 13. Direkt hinter dem Fast. Ja, okay.
Ich laufe auch so ganz langsam auf eine Gruppe auf. Vierergruppe. Der Faster fährt auch mit Stil, ey. Hält mich jetzt ein bisschen auf. Zeitstrafe bekommen. Scheiße. Ja, ist nicht so schlimm. Ich kämpfe ja auch eh nur noch um den heißen Brei hier. Ja, hab ab und zu mal ein bisschen die Urouge zu optimistisch. Nicht die Urouge. Die Schikane hier vor World of Champions. Fällt der Name gerade nicht ein. Und zu viel. Da vorne, Gugi. Ich glaube, das wäre eine gute alternative Strategie. Haben. Los, Gugi, nee, ist der Ray, der ist Zweiter. Wieso holen wir da auf den auf? Mitten in der Kurve ein Leck und ich bin wieder irgendwo 10 Meter hinter den Fahrzeugen, wo ich gerade neben gefahren bin. Das kann doch nicht sein. Bist gerade am Überholmanöverplan, ja, gehst innen beim Bottas rein, versuchst da in der Kurve deinen Platz zu suchen und dann auf einmal kommt ein Leck und die KI ist wieder überall, bloß nicht neben dir, sondern irgendwo wieder 10 Meter vor dir. Lass mir doch mal Platz! Alter! Ja, schieb mich in die Mauer, Bottas, okay. Das kann doch nicht gut gehen. Ja. Genau, das meinte ich, das kann nicht gut gehen. Nein, jetzt echt? Scheiße. Ja, das war klar. Er ist halt neben mir in die letzte Schikane gegangen. Und natürlich bin ich an die Wall of Champions geknallt, weil da kein Platz war. Mann, ey. Ja, wieder die Wall of Champions. Bottas und ich gemeinsam in die letzte Kurve und ja, den Rest kann man sich denken. Katastrophales Rennen. Aber gut, Testsaison. Gott sei Dank, Testsaison. Dann kann ich ja mal schauen, was der Rest gerade noch so macht.
Ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch dranbleiben, die Folge auch zu Ende laufen lassen. Und einfach mal hier ein bisschen beobachten. Viper auf 1. Der Ray auf 2. Ich wüsste ja gern mal, was bei den Jungs passiert ist, ne? Bei Dave und ja, würde ich auch gerne mal wissen. Das werden wir gleich erfahren. Cookie ist hinter mir? Ja. Also Cookie, ne? Werde ich es jetzt nicht einfach machen. Ne, ich beobachte das jetzt aus Cookies Sicht. Alter, Googie, ey! Eieiei. Geiles Manöver. Kann man nicht anders sagen. Hat er gut gemacht, ja. Geiles Manöver, Googie. Der ist voll konzentriert. Der Bus ist auf 180, ich sag's dir. Ich hoffe, ich bin nicht der Grund dafür. Nee, ich hatte einfach nur Angst, dass beim Ausscheren mit DRS so knapp nochmal von anderen so, dass mir da Arsch weggeht. Aber jetzt haben wir unseren Fight. Moment, jetzt sind Dave und Anton aber vorne. Ah, die jagen sich da gegenseitig. Also der Anton jagt den Dave gerade. Die sind jetzt gerade am Hülkenberg dran. Okay, P9 Boxen ist doch bereinigt. Ja gut, dass ich ausgefallen bin, sonst das wäre viel langweiliger gewesen als das, was wir jetzt hier sehen. Das wird eng da. In die Übertragungsperspektive wechseln hier. Noch lag, selbst in der Zuschauersicht. War das der Ray? Nee, das war ich schon. Achso, ich dachte, das war der Ray. Ich hab mir schon gedacht, was ist jetzt los? Und da bin ich wieder dran. Ich hab mich einfach verbremst, tut mir leid. Ja, die Sicht ist aber irgendwie scheiße, ich glaube. Oh, ach, guck, bitte schon cooler zum Zuschauen hier. Die Kamera so oft gar nichts zeigt, sondern nur irgendwelche komischen Einstellungen. Marvin auch noch von hinten, ey. Ja, der ist direkt an dir dran. Ja, ich weiß.
hoffe, ich kriege das durch bis zum Ende. Das wird eng. Den Marvin habe ich vor ein, zwei Jahren sogar schon mal im Real Life gesehen. Beim 24-Stunden-Rennen, glaube ich. Oh, jetzt dreht er sich weg. Sehr schön. Also weg hat er sich nicht gedreht, aber er musste da wirklich arbeiten, das Auto zu fangen. Dann gehe ich nochmal zum Bassman zurück. Der hängt immer noch hinter dem Dave. Ich glaube, wenn Dave da keinen Fehler macht, dann wird es auch nicht so einfach. Also die sind beide wirklich auf einem absolut gleichen Niveau unterwegs, auf Augenhöhe. Wo ist noch der Boogie da? Mal zurück zu. Da bahnt sich ja bei euch vielleicht sogar ein Dreierduell an, wa? Jetzt ja gerade ja, weil der Verstappen voll langsam ist. Oh! Der Marvin hat hier gerade schon im Popo gehangen. Sorry, Baby. Kein Ding. Richtigen Moment hingesprungen hier. Eieieiei. Jetzt hängt auch der Marvin am Verstappen. Muss jetzt aufpassen, das ist die Situation, die ich auch hatte. Genau die gleiche, die ich mit Bottas hatte, dass der neben ihm fährt und die jetzt zusammen auf die letzte Schikane zu fahren, auf die rechts-links davor. Und jetzt muss er aufpassen. Jetzt hängt er auch gleich. Nee, aber Verstappen gibt nach. Also hat er ihm Luft gelassen, im Gegensatz zu meiner Situation. Sehen wir hier Googie, Benny, Marvin im Kampf um Platz 7. Alle drei auf den Softs. Ne, auf den Super Softs. 7 Runden vor Schluss. Ah, der Marvin ist schneller als ich, weil er bessere Grip hat. Ja, der fährt auch mit dem dritten Gang durch die Haarnadel. Also ich fahre mit zweiten Gang. Komm, gut, ja, ich habe es auch probiert, aber ich war dann im zweiten auch besser unterwegs tatsächlich. Das hat dann natürlich DRS. Aber viel macht's nicht. Er bremst aber sehr spät, Alter. Oh. Holpert die über die Curbs. Ist er ja direkt in die dran. Die hat er richtig geil genommen, gerade die Kurve. Ich bin jetzt in. Ja, da muss er ein bisschen. Ja, jetzt ist er innen. Achtung. Oh ja, ich. Alter. Ja, also. Gut. Da konnte er nicht großartig noch woanders hin. Er wollte da halt sich mit aller Kraft jetzt durchdrücken. Ja, schade. Mal gucken, was an der Spitze gerade abgeht. Ich kann dem Ray gar nicht. Doch, hier ist der Ray. Der Ray ist auf Platz 4. Der ist auf Platz 3. Wahrscheinlich der Viper, wa? Ja, Viper auf 3. Hat die beiden auch im Blick da vorne, aber ist doch noch 5 Sekunden zurück. Bring ich mal zum Anton. Ja, immer noch gleiche Situation unverändert. Kannst du mal kurz bei Rennleitungen Strafen gucken oder Vorfälle? Kann ich da gucken? Wenn du auf Start drückst. Rennleitung. Dann oben, glaube ich, um Vorfälle musst du, glaube ich, skippen. Kollision mit Bottas verursacht, ist klar. Ja, ich kann da auf jeden Fall was sehen, ja. Der Marvin hat da so ein paar, der hat schon mehrere Strafsekunden, glaube ich. Obwohl, nee, Viper hat schon 3 Strafsekunden. Viper hat sogar 6 Strafsekunden. Wegen Cutten. Marvin auch 3 Sekunden. Ja, einfach nur dranbleiben an Marvin. Ja, ich guck mal, ob Marvin vielleicht sogar noch mehr hat. Ja, der hat schon 6 Sekunden. Der Marvin hat 6 Sekunden Strafzeit. Ja, der hat sogar 9 Sekunden. Also er hat das ganze Rennen schon gecuttet, übelst.
Der hat schon 9 Sekunden Strafzeit, also musst du nur dranbleiben tatsächlich, ja. Und hin. Jagen kann ich besser. Ja. Das wird noch richtig spannend hier vorne. Anton jetzt wieder mit DRS. Saugt sich daran. Aber das reicht nicht. Da kriegt man nicht genug Überschuss. Auch nicht auf Startziel. Das sind einfach zu kurz, die Geraden. Da muss er echt auf einen Fehler warten. Er führt den Dave oder was? Ja, der Dave. Ganz, also, die sind 2 Zehntel auseinander. Also, der hängt ihm direkt am Arsch schon seit mehreren Runden. Aber gerade jetzt zum Ende, wenn die Reifen schlechter werden, da ist natürlich dann auch mehr Raum, doch mal ein bisschen wegzurutschen. Jetzt laufen die beiden auch gleich auf zu überrundende Fahrzeuge. Ja, da sind jetzt gleich 3. Ein Ferrari sehe ich da. Ein Renault, glaube ich, auch. Viper ist raus. Viper hat die Session verlassen. Viper, was los? Das Game fuckt mich ab. Oha. Disconnect? Nein, ich hab's gesehen. Nein. Meine KI fährt aber noch hier. Also ich hatte auch übelste Probleme das ganze Rennen über, aber ich will nicht weiter unterbrechen. Alles für die Nachbesprechung. Komm schon, ich muss dranbleiben, Mann. Den ersten Runden haben sie sich schon. Der Regen! Was, ich Regen? Hab ich da gerade Regen gehört? Ja. Jeff sagt Regen. Ah, okay, aber das wird ja nicht mehr im Rennen passieren. So, jetzt wird's spannend nochmal. 2 zu überrundende Autos auf der langen Geraden. Dave und Anton direkt hintereinander. In Runde 33 von 35 hier. Magnussen jetzt in der World of Champions. Also an der World of Champions. Und jetzt ist vielleicht die Schnee. Wäre der Anton da vielleicht links gefahren, hätte er vielleicht sogar Momentum nutzen können. Aber wäre auch zu riskant gewesen. Man weiß ja nie, was die KI macht, wenn sie überflügelt wird von 2 Leuten links und rechts. Wahrscheinlich knallt die dann irgendeinen von beiden. Hat er dann schon richtig... Frage, kommen sie noch auf mich zu? Das glaube ich... Ne, ich glaube nicht. Da vorne ist jetzt ein Red Bull erstmal und danach auch länger nix. Also das werden sie nicht mehr... An dich werden sie nicht mehr rankommen, glaube ich. Wer ist denn hinter dir? Grosjean. Nee, dann ist alles safe. So, also, wie gesagt, der Anton, eine Chance hat er jetzt noch. Entweder bei der Überrundung, dass der Dave aufgehalten wird, oder Dave macht hier noch einen kleinen Fehler, einen Quersteher irgendwo an der Schlüsselstelle. Ray, Nada, Hana, lass mich frei. Wieder die Szene hier, Startziel wieder. Jetzt Max Verstappen dieses Mal an der World of Champions. Aber da passiert nicht viel, die gehen einfach beide locker vor. Was ist jetzt los? Jetzt hat, da kam der Fehler, den ich angesprochen hatte. Dave hier auf einmal, das sah auch nach so einem Ruckler aus oder sowas, oder so einem Lag. Ray hat das Session Ray ist auch draußen. Also das wird gleich auf jeden Fall eine sehr interessante Nachbesprechung. Das ist der Grund, warum wir Tests machen. Ja, ist das vielleicht hier schon das Aus für die Koop-Saison? Weiß das nicht. Ich komme gerade an Marvin näher ran. Okay, ich guck nochmal bei dir. Weil ich jetzt, eigentlich muss ich, ich kann nochmal ganz kurz gucken, wie es bei Marvin aussieht hier. Nee, da muss ich auf der Spitze bleiben, das geht. Der bleibt an der Spitze, bleib an der Spitze. Du, ich sag dir, wenn es hier heiß wird. Ja. Kommt gerade ein Riesenschatten her. Was macht denn der Marvin?
vielleicht Reifenverschleiß. Aber er ist früher in der Box gewesen als ich. Aber du bist ja sowieso an ihm vorbei, also in der Wertung. Aber trotzdem einen kleinen Fight noch mal. Ja, das ist klar. Letzte Runde. So. Die sind durch. Dave gewinnt das Rennen. Glückwunsch. Gratulation, Dave. Sehr schön. Glückwunsch. Danke sehr. Gratulation an alle, die es geschafft haben. So, Benny ist noch unterwegs. Ich bin mal drauf. Mal sehen, ob er dem Marvin noch gefährlich wird. In der Wertung hat er ihn ja schon, wenn er jetzt sich nicht dreht. Kann ich mal alles rauspusten. Oh nee, kann ich nicht. Nicht, dass du noch ausrollen musst gleich. Nochmal alles rauspusten. Nee, kann ich nicht. Ich guck grad scheiße, ey. 0,0005. Oha. Weißt du, das ist so dieses Blöde, ne? Habe ich eben die ganze Zeit vergessen, von mager auf fett zu stellen oder zu normal. Jetzt war ich die ganze Zeit im fetten Modus. Jetzt musste ich mal eben kurz auf mager, jetzt kann ich mal kurz fett. Alles! Ich auf Champions vorbei und ab geht die Uzi. Yes. Ja, damit müsstest du dann der Sechster sein, ne? Gratulation, Gugi! Platz 5. Platz 5 sogar. Danke sehr. Nice. Gratulation, Dave. Zweimal in Folge. Na, Gugi, jetzt wieder Dritter. Ja, mich wurmt's ehrlich gesagt, dass es nur ein Testlauf ist. Doppelsieg hier für die Force India. Antons Spiel ist abgestürzt. Wow. Ist ja nur Probleme hier, ey. Platz 2 bleibt ihm trotzdem erhalten. Platz 5, ja, glaube ich. Doppelsieg am Ende für die Pink Panthers. Herzlichen Glückwunsch. Da, Teamchef. Ja, da habe ich meinen gewünschten Schluck Alkohol für heute Abend. Jawohl. Heieiei, aber da sehen wir einige Strafsekunden hier, wa? Holla die Waldfee. Bisschen. 9 oder so. Ah, du bist sogar noch am Viper vorbei, Benny, guck mal. Ja, ich sehe es. Der Lewis Hamilton da mitten drin. Ich verabschiede mich schon mal früher, weil ich muss jetzt weg. Mein Dad noch was helfen. Tschüss. Ciao. Woher muss halt mein Dad um 22:37 noch helfen? Ciao. Ich muss gleich noch essen. Jawohl. Ja. Alle da so zur Nachbesprechung? Ja. Ja, könnt uns gerne reinziehen. Dann können wir ohne Knöpfchen drücken reden alle. Achso, weil es hieß ja jetzt, dass wir das Knöpfchen drücken wollen. Naja, gut. User was moved out of your channel. User in your channel is recording. Oh, aber schön entspannt jetzt. Dann ohne Knöpfchen. User in your channel is recording. User in your channel is recording. Ja. Mit Anton. Da oben. So, wir sind alle in meinem Channel. User in your channel is recording. Hier sind alle. Also, erstmal an die Leute, die es jetzt hier geschafft haben, leider. Respekt. War nicht ganz einfaches Rennen, besonders vorne, die ersten vier, nicht? Respekt an alle, die es geschafft haben, leider halt auch nicht alle. Wo wir dann auch zu dem Thema kommen, was ist los gewesen? Also viele Ausfälle, ja, am Ende ist Antons Spiel auch noch abgestürzt, Michels Spiel, Nee. Bei dir war das die World of Champions, ne? Ja. Ja, generell war eigentlich das Spiel in einem desolaten Zustand das ganze Rennen über. Also ich hatte jede Runde 2 bis 3 harte Ruckler, die dann das Feld verschoben haben. Wenn ich dann im Duell war irgendwie, ist der 10 Meter wieder vor mir gewesen und solche Geschichten. Und dann bin ich halt in einer Szene mit Bottas zusammen halt auf die letzte Schikane zugefahren. Und ja, der ist dann neben mir rein, hat mir dann da rechts nicht so viel Platz gelassen. Und dann war ich einfach in der Wall of Champions. War blöd. Also man muss mit der KI einfach anders umgehen. Dann passieren solche Sachen nicht. Das ist auch irgendwie mein Fehler, aber war halt super ärgerlich. Aber die KI hat ja sich ansonsten auch so ein paar Sachen geleistet. Den Benny hat sie zum Beispiel in die Boxengasse geschoben, dass er eine Strafe bekommen hat. Wow. Weil er dann zu schnell in der Box war und solche Geschichten. Das war nicht so technisch wirklich nicht gut. Auch der Netcode an sich hat mir da nicht so gut gefallen heute. Ja, da waren ja noch 2 Leute, bei denen das passiert ist. Ray, was ist bei dir passiert?
Ja, ich kann Michels Worte einfach nur bestätigen. Also heute, das hat ja jede Runde, hat man mehrere Ruckler drin. Ich hatte auch komischerweise immer eigentlich fast an denselben Stellen, eigentlich immer vor der Schikane oder in der Schikane quasi, ja, gab es einen Ruckler. Das war extrem schwierig für mich, da irgendwie Speed mitzunehmen. Ich muss jetzt das Video nochmal angucken. Ich glaube auch, dass der Abflug von mir auch deswegen zustande kam, dass ich dann in dem Moment irgendwie nicht so richtig Gaspedalstellung oder irgendwie was hat sich weggedreht. Da ging es halt in die Wand. Ich weiß nicht, ich muss nochmal gucken. Vielleicht war es auch einfach in dem Moment irgendwie nicht aufgepasst oder so, weil der Druck dann ein bisschen weg war. Hattet ihr auch Probleme bei Kurve 1 beim Anbremsen? Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, ich hatte es in voll vielen. Also in der Schikane habe ich es auf jeden Fall immer gehabt, jede Runde. Und in Kurve 1 hatte ich, glaube ich, auch mal einen Mega-Lag. Ich glaube, da war sogar Anton hinter mir, der dann fast schon in mir drin mal war. Das war irgendwann, glaube ich, noch vor dem ersten Boxenstopp, glaube ich, ist das gewesen. Und generell immer mal wieder so Ruckler. Man hat immer schön gesehen, wie der Vordermann so ein paar Meter mehr dann auf einmal hatte. Das ist halt ärgerlich sowas, aber jetzt nicht weiter. Das war nicht so weiter dramatisch, diese Mini-Ruckler. Aber die größeren Ruckler waren schon echt ärgerlich. Weil man halt einfach auch in gewissen Gefahrenstellen, wie eben die Schikane nochmals erwähnt, sehr schwierig waren da, und gerade die Schikane hier auf der Strecke, das ist eigentlich so wichtig, wenn man da flüssig durchkommt, dann nimmt man so viel Speed mit und die habe ich generell nie mitnehmen können, das war sehr schade. Aber generell zum Rennen muss ich sagen, bin ich doch sehr, sehr zufrieden eigentlich mit meiner Leistung. Hier und da natürlich ein paar Verbremser, ein paar Problemchen gehabt, aber im Großen und Ganzen konnte ich die Speed von den Vordermännern mitgehen. Wären die Zwischenfälle dann später nicht passiert, die dann noch passiert sind, glaube ich auch, dass ich trotz dem späteren Boxenstopp vielleicht da vorne nochmal anschließen hätte können, musste leider ja einen Flügel wechseln, weil Viper ist ja an Hügenberg vorbei ich wollte nicht vorbei eigentlich, der war halt in der Schikane und hat dann gemeint, okay, ich bremse mal in der Schikane und halt mal an und lass ihn dich da vorbei. In der Schikane, wo es nur eine Linie gibt, ist das halt eine dumme Idee von der KI. Deswegen bin ich voll auf ihn draufgeknallt, hatte einen leichten Flügelschaden. Man hat optisch tatsächlich nichts am Flügel gesehen, aber ich habe fast keine Kurve mehr nehmen können. Bin auch zweimal dann in dieser rechts-links, zweimal voll über die Teer gefahren, weil ich die Kurve einfach nicht mehr, also ich konnte es einfach nicht mehr fahren, das Fahrzeug wollte nicht mehr rum. Bin auch zwei Verwarnungen dafür gekriegt, Strafe zum Glück nicht. Habe dann einfach gesagt, okay, komm, das bringt nichts, so das Rennen zu beenden. Habe halt dann quasi die 8 Sekunden extra in der Box halt in Kauf genommen, habe einen Flügel gewechselt. Hab natürlich halt auch in der Phase extrem viel Zeit verloren. Ich glaube, es waren 3-4 Sekunden auf Viper, obwohl ich die ganze Zeit eigentlich in Viper im Diffusor gehangen bin. Also Viper konnte nicht wegfahren. Und so hatte ich auch das Gefühl zur Startphase, wo wir zu viert waren. Ich glaube, da waren wir alle auf einem Niveau. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand stärker wie der andere war. Es ist halt extrem schwierig zu überholen. Man konnte quasi diesen Vorteil, den man hatte, nicht so wirklich ummünzen. Bei Dave zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass er gerade so nach so den ersten 4 Runden extrem Probleme in der ersten Kurvenkombination hatte, extrem viel gestruggelt ist, viel Zeit liegen lassen hat, aber das konnte man nicht nutzen, weil wo will man da vorbei? Kanada ist extrem schwierig und ich glaube, das zeigt einfach auch schon mal einen Hinblick auf die Saison, das kann, glaube ich, jeder mitnehmen, dass hier doch eine Pole Position oder eine erste Startreihe doch schon essentiell sehr wichtig sein kann, weil die DRS-Zonen es einfach nicht bringen, da vorbeizugehen. Zudem hatte ich noch ein bisschen steilere Flügel wegen dem Regenquali, das habe ich auch immer wieder gemerkt, es war auch ein bisschen ein Problem. Aber ja, im Großen und Ganzen, um einfach um den Punkt zu kommen, bin ich sehr zufrieden mit dem Rennen. Es war, hat richtig Spaß gemacht, dieser Vierkampf da vorne. Ja, das richtig war schön anzugucken. Ja, also jeder hat sich da den Platz gelassen, faire Kämpfe, jeder hat da abgeschätzt, hat nicht unnötig irgendeine Divebomb gerissen oder so. Eine Dave-Bomb. Und deswegen einfach nochmal Dankeschön an Viper, Dave und Anton, war echt geil, dass dann später leider so auseinanderging zwischen uns allen. Ist schade, weil ich glaube, der Vierkampf hätte vielleicht bis zum Ende noch stattfinden können, aber ja, dann sind halt so viele andere Faktoren dann einfach leider reingegangen, aber ja, war ein Test und ich nehme es auf jeden Fall sehr positiv mit, weil die Speed im Rennen, die Rennspeed, die konnte ich auf jeden Fall locker mitgehen und das ist schon mal gut. Ja, Viper, bei dir war es ja auch nochmal ein Ausfall. Ja, erstmal hatte ich, was eigentlich dazu geführt hat, dass ich dann endgültig rausgegangen bin, war erstmal hatte ich ein 3 oder 4 Sekunden langes Standbild. Konnte dann, wurde dann auf einmal wieder ins Spiel zurückgeworfen, habe dann die Schikane gecuttet, weil ich halt, damit rechnest du halt nicht. So, da habe ich mir nochmal 6 Sekunden Strafsekunden eingefangen, insgesamt dann halt 10 Sekunden Verlust gehabt. Und dann beim Überrunden bremst halt die KI einfach in der Kurve, ich fahre mit dem Flügel kaputt und dann hatte ich die Fresse dick und dann bin ich rausgegangen. Also, ja, okay. Hatte ich keinen Bock mehr. Ja, kann man sich vorstellen. Hat jemand irgendwas mitbekommen? Beim Rennen. Wir waren sehr fixiert auf die ersten 4 vorne, weil das war echt spannend. Jedes Mal aufs Neue, jede
Anfang der DRS-Zone jedes Mal ist irgendwer rangekommen. Also, das war ein sehr starkes Rennen. Leider nicht von der KI, die war leider unterirdisch. Gugi, ja. Eine Frage habe ich an dich. Du hast beim Start ja ein paar Plätze verloren. War es, weil ich zurückgeglitscht bin? Nee, ich habe das Auto am Start abgewürgt. Okay, dann bin ich. Bei mir war die Drehzahl komplett im Keller. Nee, der Toro Rosso, der so lecker in dir war, das war ich. Ach, du warst im. Okay, gut. Ja. Ja. Ja, gut, weil ich habe gemerkt, okay, Checkerboard und 4K geht auch nicht. Also, Koop wird bei mir ab jetzt Full HD laufen, auch wenn ich jetzt gehört habe, dass es scheinbar nicht die meisten Probleme gefixt hat, sondern es hätte wahrscheinlich nur den Start gefixt. Bei dem, da lief es einigermaßen gut. Und danach. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sorry, dass ich unterbricht, dass diese Lags zum Teil auch streckenabhängig sind, weil in Bahrain hatten viele das Problem mit diesen Lags. Und jetzt wieder auf Kanada und auf anderen Strecken wiederum nicht. Vielleicht müssten wir nochmal einen Test vielleicht auf Bahrain oder Kanada nochmals machen irgendwie. Jetzt nicht zum nächsten Mal oder so. Und einfach nochmal gucken, ob tatsächlich wieder diese Lags auftreten. Ob das tatsächlich streckenabhängig ist, dass die irgendwie mehr Ressourcen fressen oder so. Dass man halt weiß vielleicht vorher, dass man da die Grafik-Settings irgendwie vielleicht reduzieren muss oder so. Weil komisch ist halt, dass man sie zum Teil immer und immer wieder an denselben Stellen bekommt. Und das ist halt, finde ich, so ein bisschen das Komische einfach an der ganzen Geschichte. Das habe ich zum Beispiel im Singleplayer nie auf den Strecken gehabt. Nee, ich auch nicht. Zum Beispiel auch gar keine. Also ich hatte jetzt, beim Zugucken hatte ich jetzt einen persönlich, das war in der dritten Runde. Da war es für 2 Sekunden, sage ich jetzt mal. Aber danach war alles flüssig. Die ganze Zeit über halt mit 40 und 60 FPS Grafikkarte geschuldet. Aber. Also, kleine Frage am Rande: Fährt ihr eventuell mit dem Maximum von 60 FPS bei den Lags? Ist da was eingestellt oder geht die FPS-Zahl hoch? Bis, was hat die Grafikkarte schafft? Also, die, was ich mal beobachten konnte, ist, wenn es anfängt zu laggen, geht auch die Auslastung der Grafikkarte runter. Also, die ist bei mir normalerweise bei 99% und wenn die Lags anfangen, geht sie auf 60% runter und ich habe dann halt richtige schöne Ruckler. Aber. Ressourcennutzung. Lassen wir mal Dave mal kurz ausreden, weil wenn er eben schon an Bord war, kann er auch nochmal die Sicht das Rennen aus seiner Sicht schildern. Ja, also bei mir gab es dieselben Probleme wie bei den meisten anderen. Also irgendwie, keine Ahnung, das läuft halt echt nicht mehr technisch so sauber. Ich habe es auch während des Rennens schon mal gesagt. Das ist der Grund, warum wir nochmal testen. Bei Anton und mir gab es nochmal einen sehr, sehr komischen Bug. Wahrscheinlich, weil wir über Startplatz 2 drüber gefahren sind, oder Startplatz 3 ist es, glaube ich, wo wir plötzlich wieder ineinander waren. Also ich bin zurückgeglitscht und dann waren wir wieder ineinander. Ja, kann man sich gerne mal ausprobieren. Nur bei dir, bei mir nicht. Bei mir bist du einfach nur 10 Meter vor mir komisch rumgewackelt und plötzlich gegen die Wand und rechts und vorne. Das haben wir auch drauf. Das klingt tatsächlich realistischer, finde ich, was Anton sagt. Also Leugner ist nicht doof. Tut mir leid. Ja, ich habe einfach Quersteher des Todes gehabt. Nee, aber vor allem die ersten Runden haben mega Laune gemacht und später kam ja der etwas frühere Boxenstopp von Anton, weil der ist ja auf Ultras gegangen im zweiten Stint. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wäre es ganz hilfreich. Also ich versuche immer auf Kanada die Ultras auch so lange wie möglich zu nutzen. Kam eine Runde später rein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wäre ganz schön, wenn du mal den Anton 2-3 Runden mitziehst oder allgemein mal mitziehst. Und dann, als wir vor euch rauskamen, gut, da sind wir einfach so eben pinken Flamingo Force India Flug über die Linie gefahren. Wie viel Prozent hatten deine Reifen am Ende? Meine? Ja. Ich glaube, die waren bei knapp über 40. Was? Also, ging vollkommen noch. Ja, bei 40 waren die, aber der Zeitverlust ist halt relativ. Das waren 14 hoch, Runden, die du da mitgefahren bist. Ja, ist Kanada. Ich glaube sogar 15, hat oder? Man gemerkt. Ja, 14 oder 15. Ganz gegen Ende wurde Dave ziemlich langsam. Also wirklich. Ja, mit den ganzen komischen überrunden Bugs und so. Also, ach, ich cutte schon wieder. Na, super. Ja. Gehen wir da ein bisschen näher. Also auf jeden Fall, gegen Ende hat man schon gemerkt, dass Daves Reifen ein bisschen zurückgegangen sind. Aber dann hatten wir auch mit den überrundeten, besonders in der Schikane, total die Probleme. Also war alles irgendwie pennig. Ja, also wie gesagt, das mit der Strategie, das fand ich eh sowieso interessant. Ich hätte es wirklich gern gesehen, wie das mit Viper, weil Viper und ich waren ja exakt auf derselben Strategie, wie das mit uns eigentlich ausgegangen wäre, wenn Viper nicht unsere Strategie halt hätten durchziehen können.
Ich glaube, das wäre nochmal echt gegen Ende relativ spannend geworden, weil wie gesagt, von der Pace her, glaube ich, waren wir vier heute relativ ähnlich beisammen. Ja, wenn es so weitergeht, wäre es echt schön. Ja, das wäre klasse. Und ansonsten bei mir kann ich nur noch sagen, ja gut, am Start. Ich bin eigentlich ganz gut weggekommen, hatte einen guten Start. Ich glaube, in Kurve 1 war ich knapp vor Viper, der dann aber in Kurve 2 wieder in war und dadurch dann natürlich einen Vorteil hatte und vor mir war. Dann in Kurve 3 bin ich dann zu weit rausgekommen, dann hatte ich, dann war Viper vorne, ich hatte noch ein bisschen Dreck, dann kam Dave, dann ist der auch noch quer, dann habe ich noch an Dave verloren, weil wir wären sonst ein bisschen ineinander gekracht und dann ist Ray auch noch vorbei. Also im Grunde war der Start gut, aber die erste Runde war völlig zum Vergessen bei mir. Ich bin quasi von vorne nach vier. Muss noch von Alonso lernen. Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt so gut wie alles besprochen. Gugi. Stimmt. Gugi, du hattest das eben schon angesprochen, dass es einen schlechten Start, dass die Karre halt abwirkt, aber du hattest ein richtig geiles Überholmanöver, das hab ich sogar drauf, wo du noch gesagt hast, dass du 180 Puls hattest. Ich glaube, das reicht sogar gar nicht im Nachhinein. Nee, Start war echt miserabel, gleich mit der Karre abgewirkt, dann zurückgefahren auf Rang 10 neben Benny in die erste Kurve rein. Da konnte ich mich dann aber auch, glaube ich, nach Runde 1 oder was gegen Benny behaupten. Da haben wir dann schön hin und her gefightet. Irgendwann ist dann auch mal Marvin dazugekommen, da wollten wir zu zweit am Reckhörn vorbei. Es hat dann Auslieger geblieben in der Schikane, also drei Autos haben wir da nicht Platz in der letzten Schikane. Und dann, ja, in Runde 8 oder was rein in die Box. Dann bin ich raus, hab mir gleich mal die Flügel kaputt gefahren auf der einen Seite, dann noch auf der anderen Seite, bin aber den Stint zu Ende gefahren. Und dann zum Schluss einfach nochmal eine Aufholjagd gerissen, bin auf 9 weg, dann kam Benny auch wieder mal dazu. Nee, Benny war kurz vor mir und da war ein richtig geiles Fight und das Überholmanöver war. Wie soll ich es beschreiben? Du fährst mit DRS über die Stadt Zielgerade, siehst, dass Benny eigentlich innen fahren will, dann denkt er sich, ja okay, er geht doch auf die Außenbahn, dann habe ich halt noch rübergerissen mit DRS. Richtig knapp neben dem Grasnarbe und da ging halt der Puls richtig hoch und dann innen reingebremst und schön vorbei und ja, war richtig geil. Also es war das war bis jetzt das geilste Überholmanöver, was ich in der F1 2017 gerissen habe. Da ging beim Zuschauen sich auch was anderes hoch. Das kannst du dir vorstellen. Wenn man da vorne ist und denkt, eigentlich hat er nicht so viel Platz, da vorbeizugehen und dann auf einmal kommen diese roten Pfeile und denkst, nee, das kann nicht sein und dann bremst er dich da komplett aus. Das ist einfach nur geil gewesen. Also auch für mich in dem Fall. Ich hab's auch auf Band bei mir. Ja, und zum Schluss des Rennens haben wir dann noch versucht, da konstant noch nach vorne zu kommen, hab dann aber Reifenprobleme gekriegt, haben zum Glück noch die KI überholen können und waren dann aufgrund des Unfalls von Ray und aufgrund Viper Science rausgehens der Nutznießer, aber ich muss sagen, die Festverlauf ist soweit für mich relativ positiv. Ich kann da viel Motivation und viel Kraft für die Saison rausschöpfen. Also für mich bringt sich die Testphase jetzt wirklich extrem viel. Und ja, zu den Lags muss ich sagen, ich war im Rennen so fokussiert, mir sind persönlich keine aufgefallen. Ich muss jetzt schon während dem Schritt mal nachschauen, ob ich da irgendwo welche sehe. Aber meines Erachtens wären da keine gewesen. Aber ich kann einfach nur aufgrund der Konzentration das Ganze übersehen haben. Kann auch möglich sein. Geil, finde ich auch. Mir kommt vor, ich hatte keine. Hätte ich auch gern. Also dann muss ich ja extrem unkonzentriert gewesen sein, wenn es so in so einer Konzentration landet. Ja, ich sag nur meine Sicht. Also mir wäre kein Leck aufgefallen. Gut. Wir haben das ja schon öfters, dass bei manchen Lecks und bei manchen nicht und so, aber manchmal dann halt geballt. Ich glaube, wir können da abschließend einfach sagen, aus dem Test, wir wären so langsam bereit, glaube ich. Gut, vielleicht nicht jetzt noch nicht so, weil der hat ja erst seinen zweiten Test, großen Test gefahren. Die anderen haben ja schon ein paar mehr jetzt auf den Rippen. Aber das Spiel geht gar nicht. Also die KI war, finde ich, heute auch so. Ich will es nicht nur an der KI machen, natürlich könnte man, man muss, wie Michel es gesagt hat, einfach auch da ein bisschen mit der KI einfach mitdenken und so ganz, ganz safe vorbeigehen. Ist zwar schade, weil man dadurch halt, gerade wenn man ein Duell ist mit jemandem, sehr, sehr viel Zeit verliert. Bestes Beispiel war bei mir und Viper. Viper kommt super durch. Ich will eigentlich gar nicht so richtig vorbei und dann halte die KI mitten in der Schikane an, so mehr oder weniger, und ich knall halt voll dagegen. Sowas ist halt dann immer super ärgerlich, weil man halt in der Summe so viel Zeit verliert. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, wir haben sie jetzt immer noch drin gelassen. Es steht natürlich immer noch im Raum, dass wir auf die KI verzichten, komplett. Oder vielleicht sogar nur die Top 3 Teams, also oder beziehungsweise die Top 6 Fahrer, also Ferrari, Mercedes und was war das andere Team? Ich weiß Red es Bull, nicht. Red Bull. Was? Nee, kenne ich nicht. Das Red Bull, das ist Toro Rosso, ja, heißt. Roter Bär. Also kenne ich nicht, egal. Aber ja, gut, ich glaub, dann bleibt ja auch nur noch ein Team.
Nee, Spaß. Ja, weiß nicht, Toro Rosso kann man ja Red Bull nicht so. Nee, ist egal. Ja, Red Bull natürlich. Dass man halt vielleicht nur die reinnimmt, weil die doch ein bisschen schneller einfahren sollten vorneweg und das halt vielleicht nicht so zu diesen dummen, äußeren Überrundungen kommt. Natürlich können Überrundungen dazu, aber ich denke mal, wir haben auch Überrundungen unter uns. Vielleicht gucken wir auch mal dadurch, dass wir hier diese Team-Channels haben, vielleicht kriegen wir ja auch nochmal zwei Leute, also ein extra Team nochmal hier rein oder so, was passt, um es einfach Duki dann noch mit menschlichen zu füllen. Ja, Duki und Lukas, also Lukas. Lukas, wenn du das hörst, ich glaube, du hörst es nicht. Wo bist du? Er hat sich eingeladen. Und Duki wird, will ich wahrscheinlich als Gaststarter halt immer, wenn er mal wieder Zeit hat, halt dabei sein. Er halt selber immer an unseren Termin viel vor. Die Pietz. Ansonsten, ja, müssen wir halt mal gucken. Aber ja, ist schwierig. Also es ist nur nicht abzusehen, dass irgendwie eine Saison in Start gehen kann, leider. Weil, ich glaube, das Rennen hat es gezeigt einfach. So geil das Rennen war und hätte sein können, vielleicht auch noch hinzugefügt. So miserabel ist einfach der Zustand. Ja, leider, leider. Gut. Ja, aber das war, glaube ich, alles, was man dazu sagen kann. Schade. Mehr will man auch dazu, glaube ich, nicht mehr sagen. Wie würde Fabian Döhler sagen? Schade. Ja. Naja. Dann ja. Überlasse ich mal. Gugi. Ja, was? Ja, ich bedanke mich natürlich bei jedem, der bis jetzt mit dabei war, der sich das Rennen in verschiedenen Sichten angesehen hat und eine Videobeschreibung, wie immer, die ganzen Sichten verlinkt. Da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr euch die jeweilige Sicht nochmal ansehen. Und ja, schaut doch bei unseren Kommentatoren nochmal vorbei und lasst ihnen Feedback da, damit dass die sich schön weiterentwickeln können. Würde sie freuen. Und ja, ich bin raus, verabschiede mich, überlasse meinen Kollegen das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.